Als unser Museum 1999 generalsaniert wurde, legte man großen Wert darauf, es barrierearm für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu machen. In der Zwischenzeit hat sich ein Paradigmenwechsel im öffentlichen Verständnis vollzogen. Das heißt, Barrierefreiheit rückte viel stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Und so war es für uns eigentlich ein Glücksfall, dass wir die Einladung bekamen, am Projekt Come In mitzuwirken. Es hat uns die Möglichkeit geboten, auch viel stärker die Bedürfnisse von Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen einzugehen. Wir sind sehr froh, dass wir Maßnahmen ergreifen konnten, um Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen den Besuch unseres Museums zu ermöglichen. Bisher konnten ja Menschen mit Sehbeeinträchtigungen nur eingeschränkt die Angebote unseres Hauses wahrnehmen. Mit den Angeboten, die wir jetzt anbieten, ist es möglich, auch eine viel größere Zahl an Menschen hier in unserem Haus begrüßen zu können.